Undertale. Ja, wer hätte gedacht? Eigentlich habe ich gesagt, wir würden eine Pause machen. Aber fuck it. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden. Wir resetten jetzt alles. Oder? Müssen wir alles resetten? Ich weiß nicht, können wir einfach auf Continue klicken? Bewahre das mal. Wir resetten einfach mal. Ja, bitte. Pochi, tschüss! Oh. Okay. Okay, wir haben unseren Spielstand wieder. Hallo, herzlich willkommen, Leute. Ich wollte eigentlich einen Genocide-Run machen jetzt. Einfach nur, um euch ein bisschen zu bambuseln, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, wir machen jetzt einen Pacifist-Run, aber dann habe ich den doch nicht hinbekommen, weil ich halt Toriel am Anfang ein bisschen zu hart mit einem Stock geschlagen habe. Das hört sich immer noch total brutal an. Für dieses Spiel das ist viel zu brutal. Aber ich habe auch gleichzeitig gehört, wenn man den Genocide Run macht, kann man das True Ending nicht mehr bekommen. Heißt, man kann den Pacifist Run nicht mehr machen. Das Flowey. Hey, remember, don't kill anyone. Oh ja, jetzt sind wir hier. I can't believe this is a real thing, I have to remind you. Hehehe. Good luck. Ah ja, das ist genau gut, dann fängt's auch direkt wieder an. Hello, are you alright? You must be so lost and confused. Die Sache ist auch die, wenn alles gleich bleibt wie davor, dann werde ich das schneiden. Also keine Angst, ihr werdet keine 30 Parts von mir, wie ich wieder dasselbe mache, bekommen. Ich werde einfach mal alles rausschneiden, was wir schon hatten. Guckt in einen anderen Run, wenn ihr den sehen wollt. Ich mache jetzt nur die neuen Sachen, nur das coole Neue, was nur beim Pacifist Run kommt. Also dann. I'm Toriel, Caretaker of the Ruins. I pass through here every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. I will do my best to protect you during your time here. Come, I shall guide you through the catacombs. Okay. Ich glaube hier, das Tutorial wird alles dasselbe sein. Oh, Moment mal. Tutorial. Ah. The shadow of the ruins looms above, filling you with determination. Ich bin voll überzeugt. Okay. Und es fängt wieder von vorne an. Oh boah, ich beschwöre dich! Und einfach nur, weil es beim letzten Mal so schön war, hier wieder. Why did the skeleton want a friend? Because she was feeling boldly! The rest of the page is filled with jokes of similar caliber. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. You wish to know how to return home, do you not? And there was lies the end of the ruins. A one-way exit to the rest of the underground. I'm going to destroy it. No one will ever be able to leave again. Now be a good child and go upstairs. Habe ich ja nicht schon gesagt, ich werde, glaube ich, alle Bossfights machen, weil ich denke, dass da was Gutes passieren kann währenddessen. Vor allem hier den Bossfight mit Toriel. Every human that falls down here meets the same fate. I've seen it again and again. They come, they leave, they die. You naive child. If you leave the ruins, they, Asgore, will kill you. I am only protecting you. Do you understand? Go to your room. Nope. Do not try to stop me. This is your final warning. Nope. You want to leave so badly? You are just like the others. There's only one solution to this. Prove yourself. Prove to me that you are strong enough to survive. Wait. Why are you looking at me like that? Like you have seen a ghost? Oh. Oh, jetzt werden wir Meta. Do you know something that I did not? That I do not? No, that is impossible. Hui. Toriel blocks the way. Yeah. Reden wir nochmal. You thought about telling Toriel that you saw her die. What? But that's creepy. Ja, das ist was ziemlich creepy. Can you show mercy without fighting or running away?
Ja, sicherlich. Ja, das Schöne bei ihr ist, eigentlich kann ich mich zurücknehmen und nichts machen, weil am Ende wird ihr sowieso nicht umbringen. Sperren wir weiter. Machen wir einfach mal nichts. Einfach mehr stehen. Genießen, wie wir gerade zerfleischt werden. Reden wir weiter? Ja. Okay. So, Terry takes a deep breath. Okay, checken wir doch einfach mal. Terry, ganz viel. Knows best for you. Ja, ich weiß ja nicht so ganz. Wobei, eigentlich schon. Aber... Warte mal, wir sind schon erwachsen, wir können das schon. So, was ich ausprobieren wollte nämlich. Was ist, wenn wir hier reinlaufen? Was ist, wenn wir absichtlich hier reinlaufen? Probably prepares a magical attack. Cool. Na, können wir überhaupt? Na, komm schon! Darren is attacking aloof. What are you doing? Ich weiß nicht, wie lang das dauern wird. Beim letzten Mal hat es unglaublich lange gedauert, deswegen habe ich sie auch besiegt. Prepare a magical attack, yay! Attack a runaway! Nein, ich werde nie angreifen! Ah. Aber ich komme auch irgendwie nicht da. Ich komme da irgendwie auch nicht dran. What are you proving this way? Ich will zeigen, dass man bei Tori sterben kann. Na? Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der die Dinger wegfliegen, ist genauso viel. Ist genauso schnell wie wir, wenn wir dahin fliegen. Das heißt, wir können wahrscheinlich gar nicht getroffen werden. Stop looking at me. Ja, ich will versuchen, da reinzulaufen. Also, die machen wahrscheinlich sowieso noch einen Schaden, aber... Ja, was soll's. Ich glaube, die hat jetzt auch andere Dialoge. Kann das sein? Oder kommt jetzt nur noch Punkt, Punkt, Punkt? Komm schon, triff mich. Gibt's einen Weg, getroffen zu werden? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das jetzt das Ding. Ihr Gesichtsausdruck war komplett anders jetzt. Das hatten wir auch so noch nicht. I know you want to go home, but... Können wir sie jetzt sperren? Können wir jetzt reden? Talk? Can you show me how to go running away? Okay. Spare? But please, go upstairs now. I promise I will take good care of you here. I know we do not have much, but... We can have a good life here. Why are you making this so difficult? Please, go upstairs. Pathetic, is it not? I cannot save even a single child. Oh, jetzt bist du zu hart für dir. No, I understand. You would just be unhappy trapped down here. The ruins are very small once you get used to them. It would not be right for you to grow up in a place like this. My expectations, my loneliness, my fear. For you, my child, I will put them aside. If you truly wish to leave the ruins, I will not stop you. However, when you leave, please do not come back. I hope you understand. Oh, das ist cute. Aber wieso soll ich nicht zurückkommen? Goodbye, my child. Okay. Also ich könnte sie jetzt trollen und ein bisschen zurückgehen, aber komm schon. Na, wobei, vielleicht versuchen wir es doch mal. Vielleicht kommt ein witziger Dialog, vielleicht kommt dann ein... Oh, du willst doch hier bleiben, ich wusste es doch. Also, keine Ahnung, vielleicht wird er auch gar nicht hier sein. Vielleicht werde ich sie jetzt nicht mehr wiederfinden können. Mal gucken, was passiert. Ich meine, Undertale ist voll mit lustigen Dialogen. Warum also nicht sowas auch? Oh, sie ist weg. Sie ist zumindest nicht hier. Ha. Huh. Ist sie vielleicht in ihrem Zimmer? Nö. Sie ist nicht auffindbar. Auch okay, ich gehe mal davon aus, dass man sie jetzt nicht finden kann. Sie ist jetzt irgendwo in einer Map, in die ich nicht reingehen kann, weil das Spiel mir das nicht erlauben wird. Was in Fachsprache einfach nur heißt, sie ist nicht da. Mal wieder ein langer Gang. Mit immer heller werdendem Boden. Und ich habe schon eine halbe Stunde aufgenommen. Und jetzt bin ich wieder hier.
Und jetzt ganz wieder Undertale. Ja, da ist es. Ja. Bei Toby Fox. Und die Credits rollen. Weil das war eigentlich das Einzigste beim Best First Run. Ich bin froh, dass ihr zugeguckt habt. Schaut meine anderen Projekte, abonniert mich, gebt mir... Oh, es geht ja noch weiter! Wer hätte das gedacht? Okay, ich guck, mal gucken. Hm? There's a camera hidden in the bushes. Oh. Das hatten wir auch noch nicht. Okay. Könnten wir zurück? Nö. Okay. Dann gehen wir aber weiter. Und ich vermute... Oh, warte mal. Was? Was ist eigentlich, wenn wir jetzt... Dialing, ding, nobody picked up. Okay. Das ist auch okay. Ein Stock. It's a tough looking branch. It's too heavy to pick up. Oh, okay. Und zum Rüberlaufen? Keine Ahnung. Oh, was mag wohl jetzt passieren? Oh, was war das denn? Ich bin geschockt. Da war doch etwas. Wie schon gesagt, wenn ihr deinen ernsthaften Run sehen wollt, dann guckt den an, guckt die anderen Teile, guckt den Normal Run, den ich gemacht habe. Da ist Story leider gestorben, aber hey, passiert. Human. Hey. Der alte Furzkasten-Joke funktioniert immer wieder. Ha, ich bin Sans und ich werde dich ja umbringen. Na, war nur Spaß. Nicht im Passive-Spawn. Okay, ich glaube, hier wird nichts Neues passieren. Also, bis zum nächsten Mal, wo ich hinschneide. Ja, was ist dieses Mal härter? Sind wir mal ein bisschen anders als beim letzten Run und sagen mal, das Crossword war ist ein bisschen schwerer. You're too weird! Crossword are so easy! It's the same solution every time. I just fill the boxes in with the letter Z. Because every time I look at the crossword, all I can do is snore. Okay. Papyrus finds difficulty in interesting places. Yesterday he got stunned trying to solve the horoscope. Okay. Ah ja, da ist das Spaghetti. Ja. Ich finde immer noch Junior Jump ist schwerer. Ist er noch von Papyrus? Human, please enjoy the spaghetti. Little do you know, the spaghetti is a trap designed to entice you. You'll be so busy eating it that you won't realize that you aren't progressing. Shortly jumped again by the great Papyrus. Papyrus. Ach, so ein Schatz. Oh. Lesser Dog. Oh, dann kann ich nochmal was zeigen. Yeah, Barry lifted your hand and Lesser Dog got excited. Ah, yes. Hundi. Hundi. Aber wir petten mal weiter. Denn das habe... You lightly touched the dog. It's already overexcited. Yes. Human. Lesser Dog is barking excitedly. Ja, pet wir mal weiter. You pet the dog, it raises its head up to meet your hand. Wie groß sind wir bitte? Ah! Okay. That is... It was a good dog. Excited noises. Lesser Dog is overstimulated. Oh, pet wir mal weiter. You pet the dog, it raises its nose bounds. Excited noises. Wow, diesmal nicht. Oh nee. Lesser Dog ist overstimulated. Ja, okay. Petten wir weiter. More petting. Critical pet. Dog excitement increased. Excited noises. Oh. Jetzt können wir einfach weiter petten und der. You have to jump to up to pet the dog. More the revving. Petten wir weiter. You're not even petted. It gets more excited. Plane takeoff. Wow, what the fuck? There's no way to stop this madness. Cattle whistle. Lesser Dog enters the realm of the clouds. He called the dog, but it's too late. It cannot hear you. Far away, walk.
What? Was ist passiert? Pat, you can reach Lesser Dog again. Oh, bark. Okay, you pet Lesser Dog. Yes. Oh, warte mal. Lesser Dog is slowering. Okay. You pet Lesser Dog. Wir machen das so lange, wie ich jetzt hier will. You pet Lesser Dog. Okay. Kommt noch was anderes. You pet Lesser Dog. Na, da kommt sicherlich noch was. It's possible that you might have a problem. Ich glaube, bald habe ich ein Problem, ja. Ah, gut, aber. Es ist Momente, wo ich das Spiel einfach zu sehr liebe. Mehr petten, wir müssen mehr streicheln. Mehr streicheln! Lesser Dog is unpedaled but appreciates the attempt. Oh god! Es geht immer weiter! Es hört nie auf! Wir müssen mehr streicheln! Lesser Dog ist jetzt im Erdkern! Lesser Dog ist in China rausgekommen. Oder wo auch immer wir hier sind, ich habe keine Ahnung, wo er rauskommen würde. In Timbuktu. So, ich warte nur noch, bis er da unten so rausglupscht. Kommt, ah, da, ja, man sieht da seine Ohren. Man sieht da seine Ohren. Ja, ups. Breach a stone dagger made of pomegranate. Okay. Aber trotzdem nichts. Okay. Lesser Dog is unpedable. Puh. Der küpft da raus. Perhaps my kid was not meant to pet this much. Was passiert? It continues. Hello there. Okay. Hi. It continues. It continues. Even more. Boah, wäre das nicht cool, wenn man jetzt als Easter Egg einfach so viel Geld kriegen würde, weil man einfach so viel pettet. Oh je. Man kann das an seinem Schwanz sehen. Sein Schwanz wird immer schneller beim Streicheln. It continues. We have gone too far. Lesser Dog is beyond your reach. Ich glaube, das war schon vor einer ganzen Weile. Really? Really? Ja, yeah, really. Really? Okay, kommt er nochmal hoch? Oder was kommt jetzt? Really? Okay. Irgendwas wird noch kommen, sicherlich. Irgendwas kommt noch. Na, kommt noch was? Ich klicke hier, ich werde hier, wie eine Maschine klicke ich hier langsam. Also, ja, ich mache gerade immer dieselbe Bewegung. Und passiert trotzdem nichts. Okay. Gehen wir mal davon aus, das war's. War einmal noch. Okay. Ich vermute mal, das war's. Tschüss, Hundi. 60 Gold. Hier hast du auch nicht. 60 Gold ist ziemlich viel. So, wir haben ja den Switch schon gefunden. Also lohnt sich nicht wirklich. Also geht's hier weiter. Oh, waren wir hier und war das echt so? Waren hier so diese ganzen Dog-Skulpturen, diese ganzen Schneehundis? Sagt er jetzt dasselbe, weil ich habe schon mit ihm geredet. A dog just rushed in here, filled with inspiration. It kept trying to build a snow dog that expresses its own emotion. But as it built, it kept getting more excited about the sculpture. Its neck got longer and longer, and it added more and more snow until it was rather sad to watch. But it cold, but it by cold and turned away. Ja. Hundi hat wohl versucht, kleine Hundi zu bauen. Nach dem, was wir ihm angetan haben. What? Oh ja, stimmt. Ja, nee. War ich hier eigentlich auch? Habe ich das eigentlich auch mal gezeigt? There's a number of snow with about sense written on it, in red marker. It's a snow papyrus. Yeah, look at me! Ach ja, stimmt, hier wollten wir ja auch nochmal hin. Da fällt mir ein. Hey, what's up? Oh, hi. Say, are you following me? Not really. Giftroot confronts you. Ah ja, stimmt, undecorate müssen wir hier machen. Stimmt. You remove the striped cane that says, I use this tiny cane to walk on it. That's a little better. Aber ich glaube, den Kampf hatten wir ja schon, deswegen skippe ich den auch mal. So, angeblich war jetzt hier was. Was könnte hier wohl sein? It's a door. 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 It's
adorable. So, angeblich kommt hier, bevor wir nach Snowden kommen, ein Monster. Zumindest wurde mir das so erzählt. Nicht, dass danach die Tür aufging, aber es könnte ja was sein. Deswegen glaube ich jetzt hier mal... Ich weiß nicht, ob man das Spiel so austricksen kann. Ich habe Leute gesehen, die das so ausnutzen, dass die oben und unten gleichzeitig gedrückt halten, so oder sowas passiert. Ich weiß nicht, ob man das wirklich in der Aufnahme sehen kann, aber ich flippe gerade rum. Im wahrsten des Wortes. Vielleicht, wenn wir doch die Länge hier ausmachen. Oder anlassen? Ich habe keine Ahnung. It's a door. It's a door. It's a door, a door. So, müssen wir hier vielleicht sonst was machen? Nee. Ich habe keine Ahnung. Also nö, hier passiert nichts. Nö. It's a door. Okay, es bleibt dann wohl eine Tür einfach nur. Ich frag mich wirklich, was hinter dieser Tür ist. Science, hast du vielleicht eine Idee, was hinter der Tür ist? Kannst du mir helfen, wie man hinter dieser Tür kommt? Wohl nicht. You sure do like to exercise. Also nicht nochmal hier... What? Schon wieder? Oh, okay. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Vielleicht hat sich ja doch was getan. Ja. Tür. It's a door. Oh, warte mal. Vielleicht. Dialing. Nobody picked up. Gut, daneben nicht. Na gut. Was kann das wohl mit der Tür auf sich haben? Wir werden es nie herausfinden, weil das Spiel eine Bitch ist und nichts mehr. Guck mal. Da unten leuchtet ein Haus. Das ist schön. Aber was kann es mit der Tür auf sich haben? Ich habe keine Ahnung. So. Hier kennen wir das alles ja. Dann überspringen wir das mal. Hallo, Hundi. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Okay, ich petze einfach mal weiter. Vielleicht passiert was ähnliches wie gerade eben. Tummy Raps are forbidden. Da, wir müssen weiter petten. Au. Great Dog is contented. Okay, so wie es aussieht, dürfen wir nicht weiter streicheln. Das ist, wenn wir mit ihm spielen. Great Dog is too tired to play. Oh, okay. Wenn ein kleiner Hund zu müde ist, um zu spielen, dann spielen wir auch nicht. Greater Dogs Ears Perk Up. Nothing else happens. Okay. Sonst noch was? Oh, Greater Dog Inches Closer. Ignorieren wir was? Greater Dog Inches Closer. Hi. Greater Dog Inches Closer. Nein, oh. Greater Dog is contented. Oh. Essen wir mal das Mystery Candy. Monster Candy. Weil ich zu doof bin, um diese Attacken auszuweichen. Greater Dog is contented. Ah, oh, very good, a good boy. Greater Dog decides you are too boring. Okay. Okay, der haut einfach nur ab, okay. Warum nicht? Oh, warte mal, vielleicht. Ich möchte es mal ausprobieren. Nachdem wir Greater Dog besiegt haben. Und nachdem Sensi jetzt auch nicht mehr da ist, so wie es aussieht. Vielleicht kommt er schon wieder. Meine Güte, warum bist du so oft hier? Wisst ihr was, weil wir es davor nicht gemacht haben und wir sowieso ganz viel Geld gerade haben. Also... Ich glaube, 200 hatten wir eben, allerdings habe ich auch eben was gekauft. Bleiben wir ein bisschen hier und bleiben die Nacht mal hier. Here's your room key, make sure to bundle up.
Yeah, looks like you had a great sleep. Which is incredible, because you were only up there for about 2 minutes. Here's your money back. Oh! You can pay me if you're going to stay overnight. Oh, okay. Das ist doch nett. Also ich hab schon von Schnarchen gehört im Schlaf, das ist ja ein normales Ding. Aber ich hab noch nie von Leuten gehört, die im Schlaf singen. Oh, und ich hab vom Schlafreden angehört. Ich kenn tatsächlich einen, der im Schlaf reden. So. Hallo Grillbees. Ich kenn dich schon. Grillbees said that he'd offer you a glass of water, but he doesn't touch the stuff. Okay. Ja, ansonsten, ich vermute mal, hier ist nichts Neues. So viel wird sich auch nicht geändert haben, nur weil wir Toriel in Ruhe gelassen haben. Und es geht wieder los. Zeit für Papyrus, der Great Papyrus. Der hier jetzt kommen wird, jeden Moment. Den Bossfight mache ich noch und dann mache ich eine kurze Pause, denke ich. Wer weiß, vielleicht habe ich auch schon genug, um den Part auch zu beenden. Human, allow me to tell you about some complex feelings. Feelings like the joy of finding another pasta lover. The admiration for another's puzzle-solving skills. The desire to have a cool, smart person think you're cool. These feelings, they must be what you are feeling right now. I can hardly imagine what it must be like to feel that way. After all, I'm very great. I don't ever wonder what having lots of friends is like. I pity you, lonely human. Worry not. You shall be lonely no longer. I, the great Papyrus, will be your... No, this is all wrong. I can be your friend. You are human. I must capture you. Then I can fulfill my lifelong dream. Powerful, popular, prestigious. That's Papyrus, the newest member of the Royal Guard. Papyrus blocked the way. Okay, wie schon gesagt, die Bossfights mache ich noch. Das heißt, jetzt habe ich erst recht einen Grund, warum ich den Part länger habe. Ich habe keine Ahnung, wie lange der sein wird. Trotzdem. Oh, warte mal. Wir haben 30 von 20 HP. Das ist doch gut. Okay, flirten wir mal ein bisschen weiter. What the flirting? So you finally revealed your ultimate feelings? Well, I'm a skeleton with very high standards. Sagen wir mal, I have zero redeeming qualities. Weil warum nicht? Ich meine, das Date mit Papyrus hatten wir ja schon. Oh no, that humility. It reminds me of myself. You're meeting all my standards. Let's date later, after I capture you. So. Papyrus is thinking about what to wear for his date. Oh, okay. Checken wir doch nochmal aus. He likes to say, ach, wie passend. So, diesmal falle ich aber nicht darauf rein. This thing about what to cook for date. Okay, flirten wir weiter. Oh no, let's date later. After... Okay, after what? Keine Ahnung. Aber... ich weiß, was du jetzt machen musst. You flirt, but with no avail. Seems acting would escalate this battle. Okay, let's date later. Okay. Vielleicht muss ich mich ein bisschen bewegen. Weil ich weiß, was du jetzt tun wirst. Spammen wir. So you won't fight. Then, let's see if you can handle my favorite blow attack. Ah, ich glaube, jetzt kommt's. Ja. Jetzt den Moment. Jede Sekunde. Ja! Aha! Your blow now. That's my attack. Ja, blue now. Und jetzt fängt das Battle das richtig an. Okay, flirten wir weiter. Too busy fighting to flirt back. Let's date later. Okay. Dann daten wir later. Und machen... oh. Das ist gerade eben nicht passiert. Oh, ich hab... MTT Brand Anime Powder behind this. Die kommen hier zusammen mit immer neuen Sachen. Kann ich... Mandana, kann ich das ausrufen? Yes. Das habe ich vergessen, ihm aufzurufen. Try holding the up button to jump. Ja, ich weiß, ich hab das schon mal gemacht, Papyrus. Keine Angst, ich weiß, wie du tickst. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß es irgendwie. Irgendwo weiß ich, frage mich auch vorher. So. Woo.
Okay, ja, dann mach ich erstmal Special Attack. Da benutzt deine Special Attack. Benutz sie so viel du willst. Komm schon, ich weiß, dass du es willst. Beauty Joker. I can almost taste my future popularity. Haha. So, hier stehen bleiben. Und da, da kommt was. Papa ist wieder, dass es 2004 ist. Das geht aber irgendwie schneller jetzt gerade. Kommt mir irgendwie gerade so vor. Wow. Oh ja, stimmt. Das hast du ja auch. Und Papyrus is considering his options. Okay. Papyrus, unparalleled Spaghettor! Was soll das denn jetzt heißen? Yep. Und yep. Na, verdammt. Aber hey, wir haben immer noch einen AP mehr als normal. And I will be really proud of me! Well, ups, das war doof. Ja, muss ich mir mal ein bisschen gedulden, oder nicht? Up. Yep. Kann da was? Nee. Preparing a bone attack. Soll das wieder ein Pun sein? Nee. Okay. Smells like bones. Das Spiel hat's aber auch mit dem Smells like irgendwas. Okay, hier muss ich weniger jumpen. Okay. My power's rattling his bones. I have a lot of admirers, but. But what? But in the what? What in the butt? Papyrus whispered, will anyone like me as sincerely as yo? Yep. Oh fuck. Oh, what? Ich finde die Bewegungen tatsächlich einfacher. Papyrus trying hard to play it cool. Okay, nehmen wir das beider Seite. Drink Spider Side, your HP was maxed out. Okay, someone like you is really rare. Ooh. Yep. Whoa! Got was Nate, okay. He's rattling his bones, and then it might be kind of hard. Oh, ne, warte mal, hier. Na, stehen bleiben, so. Der Flug stellt nicht als stehen bleiben. Merkt euch das. Papa is rattling his bones. Schon wieder. After you are captured and sent away. Ja. Ja. Papa is riding his bones again. Ah, who cares? Give up. Niemals. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen jetzt? Weil es besser non-bone attack, then spends a minute fixing his mistake. Give up, I'll face my special attack. Ja, mach die ruhig. Ich finde, ich habe kein Problem. Papyrus, ich habe es letztes Mal auch gut ausgewichen. Also glaube ich das diesmal auch. Ist Kackling. Yeah, very soon I'll use my special attack. Yeah, try me, bitch. Na, fliegen, immer fliegen. Zählt immer noch dazu. Okay, wir könnten das Nice Cream essen. Ja, essen wir das Nice Cream. You're super spiffy. Your HP was maxed out. Ah, nett. Not too long, and I will use my special attack. Ja, mach durch. Yeah. Ich hab nie gesagt, dass ich gut in diesem Spiel bin. My final is considering his options. This is your last chance before my special attack. Oh yes. Gib mir deine special attack, Papyrus. Gib sie hart. Behold my special attack. Oh ja, stimmt. Hundi. What the heck? That's my special attack. Hey, you stupid dog! Do you hear me? Stop munching on that bone! Hey, what are you doing? Come back here with my special attack! Oh well, I'll just use a really cool regular attack. Papyrus is getting ready for a regular attack. Okay. Here's an absolutely normal attack. Okay. Okay. Whoop! 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 Yeah. Whoop! Komm noch mehr. Yep. Ah, Hundi! Oh ja, cool dude! Yeah! Oh ja. Stimmt, wie soll ich das schaffen? Oh, ich habe es irgendwie geschafft. Jetzt kommt noch etwas, oder? Jetzt fliegt er nach hinten.
Ganz schnell. Oder es kommt noch einer. Ich gehe am besten schon mal hoch. Well, it's clear you can defeat me. Yeah, I can see you shaking in your boots. Therefore I, the Great Papyrus, elect to grant your pity. I will spare you, human. Now's your chance to accept my mercy. No, I can't even stop someone as weak as you. Anand's going to be disappointed in me. I'll never join the Royal Guard and my friend Quantity will remain stagnant. What should you say? Let's be friends. What a loser. Ja, aber lass uns Freunde sein. Aber das ist cool. Really? You wanna be friends with me? Well then, I guess I can make an allowance for you. Wow, we haven't even had our first date. And I've already managed to hit the friend zone. You know that all I needed to make pals was to give people awful puzzles and then fight them. You taught me a lot, human. I hereby grant you to your permission to pass through, and I'll give you directions to the surface. Continue forward until you reach the end of the cavern. Then, when you reach the capital, cross the barrier. That's the magical seal trapping us all underground. Anything can enter it, but nothing can exit. Except someone with a very powerful soul. Like you. That's why the king wants to acquire a human. He wants to open the barrier with soul power. Then, us monsters can return to the surface. Oh, I almost forgot to tell you. You reach the exit, you will have to pass through the king's castle. The king of all monsters. He is. Well, he's a big fuzzy pushover. Everybody loves that guy. I'm certain if you just say, "Excuse me, Mr. Dreamer, can I please go home?" He'll guide you right to the barrier himself. Anyway, that's enough talking. I'll be at home being a cool friend. Feel free to come by and have a great, have that date. Ja. Ich glaube, das Date werde ich offscreen machen. Weil ich vermute, da wird nicht viel anders passieren als beim letzten Mal. Das heißt, ich werde speichern. Hallo, Papyrus. Egal, ich speichere trotzdem erstmal. Und ich werde ein bisschen pausieren. Ja, ich glaube, ich kann jetzt Snowden machen. Dann werde ich einfach im nächsten Part den kompletten Waterfall auch mal machen. Und dann die Hotlands. Und dann weiß ich nicht, ob noch irgendwas Neues passieren wird. Aber sicherlich passiert irgendwas Neues. Irgendwas Neues muss passieren. Keine Ahnung. Eine Sache weiß ich, die neu passieren wird. Ich weiß nicht, was genau passiert, aber ich weiß, dass es passieren wird. Und deswegen könnt ihr euch darauf freuen. Ich vermute, mindestens zwei Parts werden wir dann haben, wo ich nicht nur fast dasselbe mache und wo halt nur die geringsten Sachen sich verändern. Aber ja, bis dahin würde ich sagen, Leute, habt noch einen schönen Tag.